Hallo Joe Bausch, herzlich willkommen auf dem Dorfpostgrill. Ja, hallo, hi. Darf man sich schon wieder die Hand geben? Sie als Mediziner sind doch bestimmt sehr vorsichtig. Ach Quatsch, ich habe nichts dagegen, also gerne, weil ich finde, das sollte man auch immer durchziehen. Hände schütteln ist was ganz Wichtiges, gerade im Knast immer auch gewesen, womit man sich gegenseitig auch versichert, du bist einer von uns, du gehörst auf die richtige Seite. Insofern ist das nicht nur Freundlichkeit, sondern auch eine Versicherung. Ja. Sie sprechen den Knast gerade an. Wenn man Sie morgens um 2 wecken würde, 1, 2, 3, was ist Ihr Beruf? Was sagen Sie dann? Arzt oder? Arzt in erster Linie, Autor, Schauspieler. Das würde man der Reihenfolge. In der Reihenfolge? Ja. Und Schauspieler, wird der noch gedreht überhaupt? Ja, ja, klar. Noch Teil des, ich drehe noch regelmäßig Kölner Tatorte. Ich habe eine Sendung für Sat.1 Gold seit 8 Jahren, die weiter fortgeführt wird. Das ist ja schön. Und machen wir einen Podcast. Und ab und an gibt es noch mal eine Anfrage für eine Netflix-Produktion. Und das macht halt Spaß. Mhm. Wie lange sind Sie jetzt weg aus der JVA Werl? Gut 4 Jahre und 5 Monate. 6 Monate. 4,5 Jahre. Fehlt Ihnen die Arbeit? Nein, also die Arbeit als Arzt fehlt mir manchmal, weil ich bin gerne Arzt. Die Arbeit im Knast, die ist halt vorbei. Und manchmal fehlt mir der Kontakt zu dem einen oder anderen Patienten, aber insgesamt bin ich durch. War auch eine lange Zeit, ne? Sie waren, meine ich, 30 Jahre oder sowas? Ich war 32 Jahre. 32, habe ich ja gut geschätzt. War ich da mit der Justiz beschäftigt, also in Frontenberg am Anfang, dann in Werl. Das waren insgesamt 32 Jahre und 6 Monate. Ist es, also wenn Sie sagen 32 Jahre und 6 Monate, das spricht ja dafür, dass Sie so ein bisschen genau mitgezählt haben, ne? Nein, das habe ich nicht, das weiß ich jetzt nur halt, weil man dem Beamten natürlich genau mitteilt, Sie werden mit 65 und 6 Monaten entlassen werden. Ja, okay, also, daher wissen Sie das. Daher weiß ich das. Ansonsten habe ich wirklich so gelebt dort, als ohne zu zählen und ohne mir jeden Tag Gedanken zu machen und nicht, wann ist es vorbei? Nein, also das hätte ich nicht gewollt. Es ist ja schon sehr spannend, ne? Dieses Leben als Schauspieler und als Arzt irgendwie, das gibt es ja auch nicht so häufig. Mhm. Eckhard von Hirschhausen ist ja auch so ein Typ im Grunde genommen. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie sozusagen bei einer realen Untersuchung in der JVA versehentlich einen Text aus Ihrem Tatort-Drehbuch gebracht haben? Nein, also ich kann schon noch unterscheiden zwischen der Arbeit mit lebendigen Menschen und dem, was ich so tue und der Rolle. Aber es ist natürlich schon manchmal passiert, dass ich angesprochen wurde oder dass ich zu einem Patienten reinkam und der entsetzt und schlug die Decke über den Kopf und sagte, ich bin noch gar nicht tot. Halt! Halt, es ist noch nicht so weit. Schick mir einen anderen. Oder jetzt im Intercity von Berlin nach Hamm, dass ich, da wurde, hieß es, es gibt einen Notfall, es ist ein Arzt an Bord. Ich bin dann losgegangen und dann sagte der Schaffner, Moment, für Sie ist es noch nicht, so weit ist es noch nicht. Und dann wird dann natürlich klar, dass die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die ist, das ist ja ein Gerichtsmediziner. Ja, genau. Also der Dr. arbeitet Roth, nur mit Leichen, ist halt Dr. Roth. Ja, genau. Schauspieler vermeiden es ja für gewöhnlich, irgendwie auf eine bestimmte Rolle, auf ein Klischee festgelegt zu werden. Ne? War das für Sie nie ein Problem, dass jeder sich sofort mit der Mutter aller Tatortpathologen assoziiert? Naja, das wäre zu Problem geworden, wenn ich mich rein nach den Kriterien eines Schauspielers, also nach dessen Karriereplanung gerichtet hätte, hätte ich den Dr. Roth nicht so lange spielen dürfen. Also so 2, 3 Jahre maximal, dann hört man in der Regel auf und sieht zu, dass man nie so festgelegt ist. Weil, also James Bond werden Sie nicht Nein, mehr. Nein, es sei denn, dass man irgendwie sagt, so. Aber das ist, also klar, ich kann als Dr. Roth nicht mehr im Tatort in München oder in Berlin oder wo als Verbrecher auftreten, weil man dann plötzlich sagt, was macht denn der Roth hier? Ja, weil das alles sehr seriell mittlerweile auch erzählt ist und auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so ist. Aber für mich war das okay so. Es gibt ja noch eine zweite berühmte Tatort-Pathologin, das ist die aus Münster, ne? Das ist die zweite, die mir so einfällt, diese
kleinen, wüchsigen, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf. Das ist ein Urspruch. Ich sag's einfach mal. Das ist ein Urspruch und ja gut, halt im Endeffekt Jan-Josef Liefers. Und ich habe ja das große Glück gehabt, dass sich die Autoren, die Münster erfunden haben vor 15 Jahren. Ja. Das sind Freunde von mir, Stefan Kanz und Jan Hinter. Und die bekamen den Auftrag, dann jetzt so ein Format zu erfinden, wo ein Gerichtsmediziner in der Hauptrolle agiert. Okay. Da hatte ich das große Vergnügen, die halt als Arzt beraten zu können. Okay. Und da konnte ich das dann wirklich auch krachen lassen, weil da wurde halt eben auch so das Boulevardeske gefordert und mal das Witzige und auch mal das bisschen Böse, ja, dass der so auf die Uhr guckt und so, ja, scheiße, ich habe ja noch einen Termin. Und das, auf dem Golfplatz. Ja, ja, oder auf dem Golfplatz irgendeiner liegt. Ja. Das ist halt so. Und deshalb gucke ich das auch mit Hingabe an. Ja, ja. Ist ja ein Riesenerfolg, ne? Ja. Weicht aber natürlich ab von dem normalen Tatort-Krimi-Genre. Aber warum nicht? Ist Boulevardesque, klar. Genau. Aber in der ganzen Family von 17 oder 18 Formaten, die wir haben, braucht es auch diese Farbe. Ja, warum und, nicht? Der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Passiert es Ihnen manchmal, so wie das, glaube ich, bei Urologen sehr unangenehm sein kann, dass sie irgendwie über die Straße gehen und jemand kommt und sagt, Herr Doktor, können Sie mal nach Oma gucken? Was ist mit der? Naja, das passiert schon mal, wenn man mich erkennt und sagt dann immer, wo liegt die Leiche oder kann ich eben assistieren oder sowas oder gerne, das ist ja der Lieblingssatz, dass Frauen auf mich zukommen und sagen, darf ich denn mal eine Leiche spielen? Gib ihm mal die Kontaktdaten, wo ich da immer sage, wenn Sie wüssten, womit das verbunden ist, wenn man im Tatort eine Leiche spielt, liegst du schon mal bei Minusgraden draußen rum oder liegst du irgendwo in einer engen Büchse. Sind es denn Leichen oder sind das irgendwie Schweinebäuche oder sowas? In der Regel sind es Komparsen, die halt die Leiche spielen. Okay. Das ist wirklich dann, wenn man auf der Schauspielschule nicht gut weggekommen ist. Naja, das sind auch Leute, die teilweise keine Ausbildung haben in der Schauspielschule. Die spielen halt mal die Leiche und die atmen halt, die haben Puls, die sind teilweise aufgeregt und deshalb knie ich halt immer an der Leiche. Das ist ja nicht die Haltung, in der ich meine besten künstlerischen Ausdruck finde, sondern das ist ja unbequem, sondern die Kamera schwenkt dann über die Leiche weg, ganz schnell, weil die atmet und dann auf meine Fresse und die muss dann erzählen, was das ganze Elend erzählt. Schlimmes passiert ist. So, und deshalb sehe ich ja halt eben in jungen Jahren schon so vorgehalten aus. Das ist ja rein optisch, wo Sie es gerade ansprechen, haben Sie ja auch ein bisschen, ich hoffe, ich trete nicht zu nahe damit, irgendwie was von einem bösen Jungen. Ne? Von so einem harten Kerl, das ist ja auch so ein bisschen das Image und das fördert die Wiedererkennbarkeit und so weiter, alles gut. Was hat denn das eigentlich mit den Knackis gemacht? Also mit den Gefangenen? Naja gut, die haben am Anfang gedacht, ich bin einer von ihnen, ich da in Berl anfing, gab es ja den Tatort Köln noch nicht. Sondern ich turnte rum als Mörder, Totschläger, Vergewaltiger. Dafür, ach so, das haben Sie auch alles noch. Ja, ja, klar. Super. Dafür wurde ich ja vielseitig talentiert. Der Dr. Roth ist meine einzige seriöse Rolle, die mir jemals angeboten worden ist. Okay. Und deshalb spiele ich die auch schon so lange. Und es wird auch die letzte sein, denke ich mir. Ansonsten ist immer nur Morden und Vergewaltigen mein Job gewesen. Und ja. Macht mehr Spaß? Morden und Vergewaltigen? Naja, das Böse zu spielen macht meistens mehr Laune. Mhm. Weil du kannst natürlich dem Affen Zucker geben. Ja, der Mephisto ist natürlich ein Stück weit spannender zu spielen als der Faust. Ja, also das ist immer so eine Sache. Aber das ist, Fakt ist ja, eine Figur zu spielen, die böse ist, die gemein ist, die überraschend hinterfurzig ist. Ja. Das verlangt ja mehr als so, wo waren Sie gestern Nacht zwischen 11 und 12 oder sowas. Mhm. Ja. Also ich kenne viele Schauspieler, die irgendwann mal gesagt haben, ich gebe also auch diese Nummer auf, den Tatort auf, weil das ist ja nicht mehr, es fordert mich nicht mehr heraus. Es ist gut bezahlt, aber es fordert mich nicht mehr heraus. Okay. Haben Sie denn heute eigentlich noch Kontakt mit ehemaligen Gefangenen? Ich stelle mir das so vor, wenn Sie 32 Jahre und 6 Monate in der JVA waren, das sind ja oft auch Menschen, die sehr, sehr lange in der Gittern sein müssen.
wächst man doch sicher auch irgendwie zusammen, ne? Naja, man kennt sich lange. Es gibt auch sicherlich sowas Ähnliches wie eine spezielle Vertrauensbasis, aber sowas wie Freundschaft oder sowas, wie man es normalerweise kennt, dass man sich mit seinem Hausarzt sogar befreundet sein kann oder sowas. Ja. Das gibt's halt eben im Knast nicht, weil in diesem System des Misstrauens überwiegt halt einfach, muss man ganz klar sagen, das Misstrauen und Distanz. Nicht, weil das bei jedem auch unbedingt immer notwendig wäre, aber die Professionalität in dem Job gebietet es einem, dass man also irgendwo, dass man sagt immer empathisch ja, also eine ärztliche Zuwendung auch, aber auch immer auch eine klare, sage ich mal, eine klare Zuordnung, was bin ich? Und Freundschaft, nein. Und in dem Moment, wo man aus dem Knast raus ist, ist man wirklich weg. Mhm. Man ist halt so weg von seinen Patienten, man ist aber auch weg von den Mitarbeitern und weg von allem. Man hat den Schlüssel abgegeben und von dem Zeitpunkt an, anders als im normalen Krankenhaus, wo man nochmal hingehen könnte, um Hallo zu sagen, da kommst du aber nicht mal rein. Nur am Tag der offenen Tür. Und da dürfen die anderen ja auch alle kommen, da habe ich keinen Bock. Waren Sie nochmal da? Nein, ich bin wirklich... wann war es? Am 30. oder am, genau, am 30. November dort 2018 bin ich da rausgegangen und ich war danach nie wieder dort. Und da ergänze ich auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die ich dort kennengelernt habe, die einen guten Job gemacht haben, sind irgendwann mal gegangen und keiner von denen ist mehr wieder aufgetreten. Komisch, ne? Dass man sagt, okay, es geht uns da ähnlich wie auch den Insassen. Also manchmal begegnen mir ja Insassen, die ich aus dem Knast kenne, draußen. Erkennen Sie die wieder? Ja, und die erkennen mich meistens wieder oder sonst was. Und sagen Hallo und dann Hey. Und dann gibt es ein paar, die sagen, ja, ich kenne Sie doch, war doch toll. Und ach, das war schön. War doch toll. Naja, ich meine, es ist ja so, ein Verbrecher redet natürlich ungern über seine Zeiten im Gefängnis. Ja. Und deshalb geht man mir in der Regel aus dem Wege. Und die gerne mit mir reden, sind diejenigen, die mir das Kompliment sagen und sagen, hey, schön, dass Sie das damals gemacht haben oder sowas. Das ist doch schön. Schöne Anerkennung. Herr Bausch, halt, wir haben noch zwei Sachen für Sie. Gut. Zwei Sachen. Erstens, am Ende eines Grillinterviews muss jeder eine Challenge bestehen. Okay. Sie können die auch ablehnen, das ist kein Problem. Oder Sie nehmen sie an, aber dann müssen Sie auch so nehmen. Ihre ist ganz einfach. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein 5-jähriges Kind. Ja. Und Sie müssen ihm die alkoholische Gärung erklären. Sie haben 10 Sekunden Zeit. Oh Gott, ich bin müde. Du nimmst Hefe und Zucker und gibst das zusammen und dann fängt es an zu gären, es entsteht Alkohol. Und dann in besser. Dem Zustand sollst du es nicht trinken, weil dann ist es weich und du kannst außer Kotzen passiert nichts. Okay, reicht. Zeit eingehalten. Halt, wir haben noch eine zweite Sache. Und zwar sind Sie gerade 70 geworden. Ja. Und Leute, die bei uns 70 werden, die kriegen in der Regel was geschenkt. Oh. Erstens eine Flasche Vosswinkler Weins. Ich wusste gar nicht, dass es da in der Gegend hier auch Wein gibt in diesem Jahr. Kommt ehrlich gesagt von der Mosel. Und eine Wildwaldmütze. Wunderbar, danke schön. Die passt mir sogar aber schon. Genau, und wird nicht so kalt am Kopf. Naja, ich trage neuerdings auch Mütze. Also das kommt. Und grün steht mir, ne? Oder? Ich finde schon. Okay, also, schön, dass Sie da waren. Ne? Bye bye. Schöne Grüße nach Ense jetzt, glaube ich. Ne? Dankeschön. Ja. Okay. Machen Sie es gut. Danke. So.